Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensiberaterin. So, zweites Video hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ich bin jetzt auch noch nicht mal dazu gekommen, mir meine Sachen rauszudrucken, weil es ist ja immer so. Also, ich glaube, der Kaffee ist auch schon kalt, oder? Ja, ich habe nämlich... Ja, alles akzeptieren. Was soll denn das jetzt wieder? Ja, es hatte nämlich zwischendurch nämlich die Tierärztin angerufen, dass die Tabletten von meiner Miezekatze da sind. Ging relativ schnell, also wir waren ja gestern erst dort. Ja, dann habe ich die Sprechstundenhilfe auch noch aus ihrer Pause rausgeholt. Dann habe ich jetzt die Tabletten geholt. So, jetzt heißt es die nächsten 10 Tage Daumen drücken, dass wir dass die Tabletten anschlagen. Weil sonst haben wir echt ein großes Problem. Problem. Also ich drücke jetzt da jetzt nicht so viel raus, weil es wird wahrscheinlich jetzt eh nicht die meisten interessieren. Außer mich natürlich. Dann wollen wir das hier gleich mal mit herholen. Ja, ich sage, da musste ich jetzt dann erst noch, also mich schnell aus meinem Bademantel schmeißen. und ja, also ich muss mir jetzt erstmal schnell hier noch ein bisschen Kaffee ausschenken, weil das ist ja das Nächste. Wir müssen seit 2 Tagen Wasser abkochen, weil irgendwas im Wasser gefunden wurde. Es ist zauberhaft. Es ist wirklich zauberhaft. Ehrlich. Also, nee. Es ist momentan echt irre. Es ist echt irre. Yeah, das erste druckt. Der macht das mal ohne Zickerei. Das ist ja mal was ganz was Neues. Wenigstens einer, der hier funktioniert. So. Was habe ich jetzt hier drin? Jetzt habe ich ein Tier hier drin. Hallo. Ah, scheiße. Echt jetzt? Na, echt jetzt? Ich habe hier gerade so das dumpfe Gefühl. Wie war das gerade? Es funktioniert alles. Einen Scheiß funktioniert's. Na, hoffentlich ist das jetzt eine bunte Patrone, die mir geschickt haben. Tricolor. Gott sei Dank. Die nachfolgenden Versendungen verschieben sich um ca. 20 Minuten. Darf doch nicht wahr sein. Okay, Leute, also es tut mir jetzt echt leid, aber ich muss hier jetzt mal schnell meine Patrone austauschen. Ich wäre verrückt. Ich werde verrückt. Tricolore. So, ganz wichtig. Ich habe jetzt vorhin hier gerade mein Fenster aufgemacht, weil
Ich hoffe doch mal, dass der UPS-Fahrer heute etwas eher kommt wie gestern. Das ist schon wieder, also hier, also ohne Blödsinn, ne? Also das ist hier Eckmüller live. Eckmüller live, ohne Blödsinn. So, jetzt müssen wir es nochmal probieren. Es tut mir echt leid, ne? Aber diese Neuigkeiten, auf die darf man warten. Also auf die darf man warten, weil achso, jetzt macht er erst wieder einen Farbcheck. Ich komme halt zu gar nichts, ne? Ich komme echt zu gar nichts. Wenn da immer ständig irgendwas dazwischen ist, ist irre. Echt irre. Ja, aber so, ja, so ist es, so ist es, so ist es bei mir. Bei mir ist es echt jeden Tag so. Da wirst du, da wirst du blöd, ne? Da wirst du echt blöd. Oh mein Gott, und heute Abend erfahren wir dann auch noch die nächsten Neuigkeiten, beziehungsweise wir wissen die Neuigkeiten ja schon. Aber verdammte Axt. Ja, ich glaube. Ja, Ja, schön, haben wir es jetzt. Gut. Auf jeden Fall. Ja, heute Abend erfahren wir dann ein paar Details zu den Neuigkeiten, die kommen. So wollte ich das sagen. Jetzt komm, jetzt hat er keinen Bock. Jetzt kriege ich die Krise jetzt. Drucker ist offline. Ist ja nicht so, dass er gerade gedruckt hat, ne? Ich könnte aus der Haut fahren. Ich könnte echt aus der Haut fahren. Das ist echt so. Ey, wenn es dann mal richtig scheiße läuft, ne, dann läuft es wirklich scheiße. Gibt's doch nicht. Ob ich leicht genervt bin? Nein, niemals. Niemals. Und ich bin dann wieder so genervt, dass sie mir dann in der Arbeit wieder eine mordfreie Schicht wünsche. Warum? Warum? Da kannst du echt zum Tier werden. Da kannst du echt zum Tier werden. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Wirklich. Fehler beim Drucken. Warum? Naja gut, dann mache ich hier halt in der Zwischenzeit, während wir auf den, ich könnte auch rein theoretisch, könnte ich jetzt das Video auch einfach abbrechen und dann nochmal von vorne starten. Aber ich meine, die Leute, die mich jetzt schon länger verfolgen, ich meine, die wissen, dass ich ein bisschen chaotisch bin, ein bisschen verplant. Ich würde jetzt mal behaupten, einzigartig verplant. Und siehe da, mit ein bisschen Smalltalk fängt auch der Drucker das Reden an. Der wird sich denken, ach komm, hey, ich drucke jetzt lieber, weil sonst hält die Klappe gar nicht mehr. Ja, kann auch durchaus passieren, wenn der jetzt nicht endlich mal das tut, was er tun soll, nämlich drucken. Jawohl, so schaut es doch schon viel besser aus. Schau, das sind wir doch schon wieder Freunde. Ja. Aber in der Zwischenzeit habe ich hier meine kleinen Lebkuchenmännchen eingepackt. Ach Gott, es wird wieder schön und ich werde heute trotzdem nicht fertig und es geht mir echt dezent auf den Zeiger. Aber naja gut, was soll's.
Wir reden darüber. Also hier meine Lebkuchenmännchen. Morgen Abend. Am Freitag, den 13. 20 Uhr. Mit Warteschleife. Kommt ein richtig geiles Kombi-Angebot. Und das gibt's nur im Kombi-Angebot. Und zwar zum 30-jährigen. Zum 30-jährigen. Filmjubiläum von Nightmare Before Christmas. Wird kommen. Ich muss jetzt hier da schnell über die Dinge. Gott, Spannungsbogen hoch 20, ne? Und wenn ich diese Verpackungsbox schon wieder sehe, ne, dann denke ich mir, scheiße, ich brauche diese Lampe schon allein wegen der Box. Es kommt eine limitierte und nummerierte Lampe von Nightmare Before Christmas. Und im Kombi-Angebot ein Brick von Jack's Obsession. Ich habe hier noch die kleinen. Den kleinen könnt ihr euch natürlich in den Club schmeißen. Aber zu diesem Kombi-Angebot gibt es eben nur einen Brick. Was ist ein Brick? Ein Brick ist dieses Hammerteil hier. Also ihr seht den Unterschied. Es passen, ich glaube, 5 oder 6 kleine Bars in diesen großen rein. Deswegen sind logischerweise die großen ja auch teurer. Aber dieses Kombi-Angebot gibt es eben nur mit Brick. Oh mein Gott. Ah. Also allein schon der Karton ist richtig geil. Dann seht ihr hier die Lampe, um die es geht. Und hier ist der Brick dazu. Der Brick riecht richtig geil fruchtig nach Apfel und Zimt. Laut Duftbeschreibung sind auch noch Gewürznelken drin, aber die rieche ich nicht. Also rieche ich wirklich nicht. Und bei Nelken, ihr kennt mich, ja? Dann muss ich doch ein bisschen aufmachen. Es ist zwar jetzt, wie sagt man so schön, bittersweet. Ja, der ist apfelig, zimtig und wenn der in der Lampe ist, der knallt richtig. Mein Problem ist ja momentan, es war ja wirklich seit 2019 bis ungefähr 22 mein Lieblingsduft, mein absoluter Lieblingsduft. Aber ich habe es halt leider Gottes ein bisschen übertrieben. Ich kann den momentan echt nicht mehr riechen. Ja. Ist jetzt wahrscheinlich Schicksal oder keine Ahnung, Vorsehung, dass da halt jetzt auch ein Brick dabei ist, ne? Naja gut, ich werde mir den halt aufheben. Also ich glaube, das wird der erste Brick sein, den ich nicht aufbrauchen werde. Und hier seht ihr die Lampe nochmal in groß. Also da sind wirklich, also diese Lampe ist wirklich, es ist total verschieden. Also dieses, ich glaube, diese Fliege vom Jack, die ist beweglich. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Moosgummi ist oder Kunststoff. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die beweglich. Dann haben wir hier das Geriffelte. Das kennen wir ja bei der anderen Jack-Lampe auch schon. Dann haben wir Metallblumen dabei. Das ist bei den Nightmare Before Christmas-Lampen ist das, glaube ich, so ein interner Gag oder so. Das sind überall solche Metallelemente dabei, wo man reinstecken kann. Also, wer sich diese Lampe holen sollte, ganz ehrlich, wenn die euch gefällt und wenn euch der Preis jetzt nicht wirklich abschreckt, den ich jetzt dann euch gleich sagen werde, überlegt bitte nicht. Ihr seht, was in der Feiertagskollektion passiert ist. Ihr seht, was in der Herbstkollektion passiert ist. Also,
wie ich es beim letzten Mal gesagt habe, wenn die euch gefällt, wenn euch der Preis nicht abschreckt, wenn ihr die unbedingt haben wollt, überlegt nicht. Schmeißt euch morgen Abend um 20 Uhr in die Warteschleife, Herrgott, in die Warteschleife und holt euch diese Lampe. Also ich habe ja schon echt ein bisschen Schiss, ne? Also ich werde definitiv morgen 20 Uhr hier im Büro sitzen mit allem, was mir an elektronischen Geräten zur Verfügung steht, wo ich mich einloggen kann. Weil das ist wirklich, ich liebe Nightmare Before Christmas. Also ich habe nicht umsonst auch Tattoos von Nightmare Before Christmas. Ich liebe den Film. Ich habe den, glaube ich, ich bin jetzt 43, ich habe den das erste Mal gesehen. Ich glaube, da war ich 18. Da habe ich den das erste Mal gesehen, den Film. Und ich liebe diese Story. Ich liebe diese Story. Und ich habe ja auch nicht umsonst, ich habe auch einen Nightmare Before Christmas Geldbeutel. Und ja, Totenköpfe sind ja eh meins, ne? Aber wie schon gesagt, wenn man da hinten guckt, ne? Also, von was reden wir? Ja? Also, festhalten. Dieses Kombi-Angebot, Lampe und Brick, kostet 164 Euro. Ja, das muss man jetzt erstmal sacken lassen, mag durchaus sein. Aber ich gehöre halt leider zu den Hardcorern, ne? Also ich habe auch mal kurz geschluckt. Aber dann habe ich mir gedacht, okay. Brick ist dabei, ist Nightmare Before Christmas, die ist nummeriert. Limitiert. Mir scheißegal, ich brauche diese Lampe. Auch für 164 Euro. Habe ich wirklich keine Sekunde überlegt. Keine Sekunde überlegt. Deswegen, meine Lieben, wenn ich morgen Abend meinen Freaky Friday mit verheulten Augen eröffne, dann wisst ihr, dass ich diese Lampe nicht gekriegt habe. Und dann weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was dann passiert. Ich weiß echt nicht, was passiert. Also, wie schon gesagt, ich liebe es einfach. Es ist einfach, das ist einfach, das ist Jack und Sally, das ist, ja. Also, wie schon gesagt, über den Preis lässt sich streiten, aber ist es mir durchaus wert, auch wenn sie alle sagen, die Lampe macht nichts her. Natürlich, die erste Checklampe, an die kommt gar nichts ran. An die kommt wirklich gar nichts ran. Und die hat jetzt, die Checklampe hatte 92 Euro gekostet. Wie schon gesagt, über die Preise lässt sich immer streiten. Aber mache ich nicht. Mache ich nicht. Also, weil wie schon gesagt, entweder mir ist es das wert und ich kaufe das. Ja, und ich will das. Ich will das. Also, wie schon gesagt, ich hatte eigentlich gedacht, Check ist fertig. Aber ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Film 30 Jahre ist. Ja gut, ist jetzt so. Ich hoffe, nach dieser Lampe sind wir fertig. Ja, weil dann haben wir eigentlich auch alles durch. Ja, schon. Und es fängt jetzt wieder mehr das Regnen an. Na toll, ganz großes Kino. Ja, also nochmal, morgen Abend, 20 Uhr, Warteschleife, Freitag der 13. Freaky Friday, Checklampe mit Brick, nicht einzeln, es gibt's nur im Kombi, limitierte, nummerierte Lampe, 164 Euro. Wer so verrückt, geisteskrank ist wie ich und sich da morgen in die Warteschleife schmeißt. Ich wünsche euch alles Glück der Welt, dass ihr die Lampe kriegt. Mir natürlich auch, weil ich weiß nicht, ob ich dann mein Freaky Friday machen kann. ja. Ja gut, und wenn wirklich alle Stricke reißen sollen, ja. Im Endeffekt, also es ist, also bei mir ist es ja wirklich so, also wenn ich sage, ich will diese Lampe, dann will ich diese Lampe. Aber ich gehöre jetzt dann auch nicht zu denen, die jetzt dann
dass die Welt untergeht. Weil im Endeffekt, es ist immer noch nur eine Lampe. Es geht hier nicht um eine Nierenspende. Also, das kann ich dann schon differenzieren und ausblenden. Also, ich gehöre dann echt nicht zu der Sorte, die dann. Ja, gut, okay, das würde ich vielleicht die erste Viertelstunde machen, aber okay. Ich werde es auch vielleicht ab und zu mal öfters erwähnen. Okay. Aber ich werde es überleben. Es ist zwar dann echt scheiße, aber ich werde es überleben. Und wie schon gesagt, wenn ich jetzt überlege, wie lange ich gebraucht habe, um jetzt die Lilo und Stitch-Lampe zu kriegen. Also, okay, war jetzt, glaube ich, im Juli. Ist jetzt nicht so weit. Aber wie lange ich gebraucht habe, um an die Hokuspokus-Lampe zu kommen. Ja, und ich denke mal, ich werde es wieder vermuten. Die Aktion morgen wird vorbei sein und spätestens eine Stunde später ist eBay damit voll. Ist leider so, aber dran denken, der Kleine kann in den Club. Ich schmeiße ihn mir leider jetzt nicht mehr in den Club, weil ja, Jack und ich sind momentan keine Duftfreunde. In diesem Sinne, meine Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen da oder ein Abo. Ich freue mich immer über beides. Und ich hoffe, ich muss jetzt dann mal auf die Uhr gucken, wie spät haben wir es überhaupt? Ach, auf meinem Laptop sehe ich das wieder nicht. Ob ich jetzt noch das First Sniff-Video mit reinmache? Ich glaube, ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht. Ich muss meine Flyer noch machen. Ich muss meine Flyer noch machen. Ich habe ein totales, desaströses Zeitproblem heute. Also gerade heute, ne? Also vor allem, weißt du, wenn man dann extra sich umziehen muss, aus dem Haus muss, auf die Bank muss, dann muss man zum Tierarzt, dann wartet man da, dann muss man dann da schnell noch ein bisschen Leberwurst kaufen, damit die Katze auch die kleine Tablette frisst, die übrigens so winzig ist. Ja, dann die Katze gleich versorgt, dann habe ich mir gleich noch ein bisschen meine selber gemachte Nudelsuppe hinter die Kiemen geschmissen, weil die ja auch noch was essen, ne? Und ja, und dann plötzlich ist da wieder eine Stunde, anderthalb Stunden rum, wo ich mir dann denke, Gott, in den anderthalb Stunden, was hättest du da jetzt alles machen können? Ja, ist so. Es ist, wie es ist. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Wenn du auch noch keine Duftschnecke hast, darfst du gerne in die Beschreibung gucken. Da steht meine Handynummer drin. Ich würde mich freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns morgen Abend, 20:30 Uhr, zu unserem Freitag, den 13. Freaky Friday, alle sehen. Ich freue mich da riesig drauf. Also ohne Scheiß. Also es ist einfach so. Und am Anfang denke ich mir eigentlich immer so, ach Gott, ich bin todmüde, ne? Aber dann wären es trotzdem immer 2 Stunden, ne? Also ich weiß nicht. Also wir kommen ja immer von Themen von Hund auf Sau. Also ich finde unsere Freaky Fridays richtig mega. Und ich hoffe, es folgen noch viele weitere und es kommen auch noch ganz viele immer dazu. Und ja, merkst du was? Merkt ihr was? Ich rede zu viel. Ich rede echt zu viel, ja? Also mein Tag bräuchte eigentlich 48 Stunden schon allein, damit ich meine ganzen Buchstaben aufbrauchen kann. Aber naja, ich werde jetzt noch was tun und dann sehen wir uns spätestens morgen Abend, je nachdem, verheult oder total abgedreht. Wir werden es sehen. Macht's gut!